So, Anna und ich, wir sind in Stucki. Waren schon lange nicht mehr hier. Ja. Heute gibt es mal wieder einen Vlog von mir. Anna ist noch schwanger. Noch nicht empfunden. Noch nicht empfunden. Sie sind alle schon voll aufgeregt, wann es denn bald losgeht. Die Zeit geht so schnell. Ja, die Zeit geht richtig schnell rum. Wir sind jetzt extra noch in der Nähe, weil es hier Chiköfte gibt. Aber Anna hat übrigens Zahnschmerzen. Ja. Die isst wahrscheinlich doch kein Chiköfte. Nee, schau mal. Sie schaut mal. Weil ich habe viel zu sehr Lust auf Chiköfte. Ja, ich habe auch richtig Deswegen Bock. War ich so, Hoffentlich gehen jetzt die Zahnschmerzen bald weg. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Tipps, was man so Hämopathisches nehmen kann. Also was man Schmeiere nehmen kann. Ja, was man Schmeiere nehmen kann. Also nichts. Wir essen jetzt in Milaneo. Anna hat irgendeine komische Kartoffelbowl-Pampe. Aber ja. Guck mal, wie ich das überhaupt kauen kann. Lass das schmecken. Und ich habe jetzt mir Chiköfte geholt mit Ayran. Wir sind mittlerweile wieder zu Hause. Anna telefoniert hier gerade mit Juli. Denn es ist Chiköfte, was ich ihm mitgebracht habe. Lass dir schmecken. Dankeschön. Milo chillt hier. Der hat auch gerade gegessen. Gell? Ja. Und ich habe gerade ein Paket aufgemacht. Und zwar von The Body Shop. Oh mein Gott, Leute, das riecht so gut. Und zwar sind das die neuen Produkte. Strawberry Body Joghurt. Und hier ist das Almond Milk Body Joghurt. Es riecht so gut. Ich teste das auf jeden Fall mal. Ich benutze jetzt total gerne der Body Shop Körperpflegeprodukte. Und das hier Mint Face Mist. Oh Gott, ich kenne mich bei sowas ja überhaupt nicht aus. Ich glaube, das ist einfach nur so Erfrischungsspray. Was ist Mist, Anna? Face Mist? Das ist wie so Spray. Einfach nur fürs Gesicht, so Erfrischungsspray. Ah ja, war da auch drinnen. Ich habe übrigens so Pillows von Primark gekauft. Zwei Stück für Dennis und für mich. Das sind anscheinend so Memory Pillows. Und zwar, wenn du dort liegst, merkt es sich die Liegeform oder so. Und dann ja, schläfst du umso besser. Kaltschaumkissen sind das. Ja, dann musst du mal gleich schlafen. Nein. 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 Ja, wenn es so bleibt, dann. Ich muss da überziehen. Einmal. Und ich wollte euch gerade mal kurz erzählen, was ich heute überhaupt so gemacht habe. Ich war heute Morgen im Büro und habe das Video für heute geschnitten. Und Katrin klingelt. Katrin ist gekommen, die hat nämlich Lernpause. Auf jeden Fall war ich heute Morgen im Büro und habe das Video für heute geschnitten. Heute ist übrigens Freitag. Und dann habe ich Anna mit zum Arzt begleitet. Und wir waren noch kurz in Stuttgart in Milanese, das habt ihr gesehen. Und jetzt werde ich gleich duschen. Und esse gerade Himbeeren. Ich liebe Himbeeren. Katrin sagt Hallo jetzt noch. Hi, was geht? Du bist gleich doppelt tut wie ich. Nee, guck mal, ist das hässlich. Aber stehen wir mal Thumbnail. Sieht ja schön doof aus. Ist auch Himbeere? Milo liebt übrigens Himbeeren. Ich wollte euch gerade noch zeigen, was ich noch vom Primark gekauft habe, und zwar hier diesen Strandkorb. Ist jetzt nicht die beste Quali, aber fand ich eigentlich ganz nice mit Hello Sunshine. Dann Socken, eine Bettwäsche in Blau, es gab keine schönere und die hat nur 16 Euro gekostet und das ist eine ganz große mit 2 Meter mal 2 Meter. Und ein Bettlagenbezug,
Yay! Wenn ihr auf romantische und kitschige Filme steht, kann ich euch The Kissing Booth empfehlen auf Netflix. Fand ich ganz nice. Jetzt schreibt mein Handy, also jemand schreibt mir. Bei Katrin im Auto ist irgendwas kaputt gegangen. Es hat die Woche mal einen Knall gelassen und jetzt ist irgendwie was auseinandergefallen. Die Arme. Okay, wir treffen uns nämlich heute Abend mit der ganzen Gruppe. So viele, Maren, Tobi, Anna, Kat, Juli, Leo, Dennis, Katrin mit einer Freundin und ja, echt viele. Ich wollte euch noch was zeigen und zwar habe ich meine Fenster vor kurzem geputzt und seht ihr diese Schliere, also das ist echt krass. Und die waren aber eigentlich so, also jetzt habe ich das hier nochmal geputzt. Und ja, jetzt mache ich mal nochmal den Test. Wenn nicht, muss ich mal von Provin oder sowas was Gutes kaufen, weil das sieht ja wirklich bescheiden aus. Grieche nach Pforzheim und zwar ist es der Neo und oh mein Gott, wie schön warm ist es eigentlich. Ich glaube, Anna hat das hier abgestellt. Anna, da ist eine Mülltonne. Leute, diese Musik muss ich mir geben, seitdem Dennis den Führerschein hat. Mestala, rumänische Volksmusik, Haide, Romania. Ja, weißt du, was die singen? Na ja, natürlich. Immer gute Laune haben die. Gell? Sing mit! Sing mit, Schatz! Du, das Steinpart! Bani ist hast du es gewusst? Leute, ich muss Dennis so lange überreden, dass er die Vans anzieht. Und eigentlich... Ich bin halt nicht so bequem, weißt du? Ja, ja. Holzbretter. Genau. Und eigentlich wollte ich, dass Dennis noch so ein Jackett, so ein sportliches Jackett anzieht. Wow. Dazu. Guck. Läuft. Was machen? Muss ich noch so zurecht machen? Cut. Und Dennis sagt Cut Hallo her. Anna ist auch am Start. Hallo. So sieht jetzt unser Essen aus. Kat, was ist? Katrin und ihre Freundin sind auch gekommen. Gut, ne? Yummy, es gibt doch malerisch Dessert, aber nicht für Maren. Vegan. Wir sind zurück vom Griechen, voll gegessen. Glücklich voll gegessen. Und haben noch richtig leckeren Nachtisch bekommen. Ja, ich wollte mich vorhin beim Grieche einchecken, denn für mich geht es morgen nach Hamburg zu einem Event. Und beim Einchecken habe ich bemerkt, es gibt keine Sitzplätze mehr. Und jetzt habe ich das Einchecken gelassen und werde morgen einfach ganz früh hingehen und hoffe, dass ich noch einen Sitzplatz bekomme. Sieht mir das öfters jetzt in letzter Zeit, dass die Flüge überbucht sind und alle anderen schon vor mir eingecheckt haben und ich dann die A-Karte habe. Toll. Und ich hoffe, ich komme morgen nach Hamburg und ich hoffe, ich komme wieder nach Hause. Und ja, ich werde euch morgen, glaube ich, auch noch ein bisschen mitnehmen. Dann ist der Vlog etwas länger, aber ich denke mal, ihr habt halt mehr Einblick in mein Wochenende. Und auch ganz cool eigentlich so. Und jetzt werde ich einfach nur noch schlafen gehen. Es ist 11:30 Uhr. Ich muss 6 Uhr aufstehen. Hallo, ich bin übrigens jetzt in Hamburg. Da ist Sarah. ich bin jetzt in Hamburg angekommen. Ich bin hier mit Sarah und Manuel. Hi. Hallo und die Julia auf der anderen Seite. Ja, ich bin jetzt in Hamburg. Ich habe heute Morgen noch nicht gevloggt. Aber ich bin jetzt hier auf dem Event von Rossmann und nehme euch ein bisschen mit und hoffentlich fliege ich heute Abend wieder heim. Leute, man kann sich hier spontan tätowieren lassen und sie macht das so schön. Sie macht das mit so einer Technik, also es ist kein normale... Also es ist eine normale Nadel, aber sie macht es einfach mit der Hand. Ja.
voll geil und ich glaube, ich will dir eigentlich schon verlangen eine Palme und vielleicht lasse ich mir die jetzt heute machen. Ich kann mir das echt gut vorstellen eigentlich, ne? Ich finde die Sachen hier sind richtig schön, weil die halt so richtig filigran sind. Weißt du, eine Palme? Ja. Ja, du willst so eine richtige, ne? Ja. Ich weiß halt nicht, ob ich das machen kann. Ja, 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 aber voll cool. Also, das gefällt mir auch voll. Leute, wir machen jetzt hier Hand-Lecturing. Und zwar mit diesen Eddings. Die haben nämlich so eine Pinselspitze und man kann damit richtig cool schreiben. Die ist so weich. Halt. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin halt so geduldig. Doch, ich habe schon kein Bock mehr. Talent. Die willst du nicht einmachen. Ja, aber ich bin immer... Du doch auch. Nee, bei mir ist das von harter gemacht. Also, bei dir ist das so... Guck mal, ich zeig mal, was wir schon gemacht haben. Schreib hier gerade mein Name. Ich ist das Kerzen, gell? Aber ich weiß nicht, ob das nachher... Nee, das ist nicht vergessen. Ist es nachher letzte Kerzen? Nee. Wenn du Produkte in die Kamera hältst, siehst du noch hier. Spiegel. Auf jeden Fall machen wir hier gerade was und wir zeigen euch dann gleich das Ergebnis. Schau mal, wie wir hier haben beim Essen. Emma, was hast du hier Feines? Das gleiche, was ich vorhin hatte. Pokeball mit Tofu. Zeig mal dein Outfit, Emma. Sorry, dass ich dich jetzt so beim Essen störe. Sie sieht richtig schick aus. Woher hast du das Kleid? Zara. Die Tasche? Mango. Mango. Und die falschen Onigo. Aber ja. Sieht toll aus. Also die Vivian hat sich jetzt hier ganz spontan ihr erstes Tattoo stechen lassen. Ich zeig das mal. Und die Welle, es sieht so schön aus. Ich glaube, ich bereue es, wenn ich es nicht mache. Sieht wirklich schön aus. Und ihr seht auch richtig schön. Voll geil, mit dem Flugzeug und dem Herz. Voll das schöne Motiv. So, ich bin jetzt schon wieder am Flughafen und fliege schon wieder zurück und packe hier gerade die Goodiebags um. Übrigens verlose ich hier ganz viel an euch. Ich habe ja schon einiges und kann alles gar nicht aufbrauchen. Und deswegen verlose ich es total gerne euch auf Instagram oder so. Ja, ich habe ganz viele Goodies zugeschickt bekommen von Rossmann. Geschenkt bekommen. Ich packe es jetzt kurz um und dann geht's nach Hause. Und heute ist Samstag. Heute kommt anscheinend irgendwas mit Fußball, irgendwas ganz Wichtiges. Das will ich auf jeden Fall Dennis angucken. Mal schauen, wo. Body Boom. Geil. Coco Scrub, glaube ich. Ich bin ein Kaffeekörper-Peeling. Oh. Es hat alles geklappt. Ich sitze an meinem Gate und wollte euch mal kurz zeigen, was ich mir gekauft habe. Und zwar gab es hier die Chic-Masken. Sind es doch, ja. Die gibt es auch im DM, aber dort sind die teurer. Also hier haben die jetzt nur 6,90 € gekostet, 3 Stück. Kennt ihr die? Die kann ich euch auf jeden Fall mal empfehlen. Ich finde die voll toll. Die riechen auch so gut. Und dann habe ich mir von Tony Moly die Panda-Handcreme gekauft. Oh mein Gott, ich liebe die. Die riecht auch so gut. Ich bin wieder zu Hause und das ist was ganz toll ist, Dennis hat aufgeräumt. Die sieht blitzeblank aus. Bis auf meine Klamotten, die muss ich nachher noch im Einkleidezimmer aufholen vielleicht. Und so ein paar einzelne Sachen. Und ich mache mir jetzt hier gerade so eine Tiefkühl-Nudelpfanne. Ist halt immer total praktisch, vor allem wenn man halt schnell was essen möchte, weil man total Hunger hat. Oh, es ist noch so schön draußen. Schaut mal. Ah. So richtig gemütlich das Wetter. Den Tisch habe ich übrigens gestern auch geputzt. Ich bin mal gespannt, wie lange der sauber ist. Ja, aber das möchte ich auch irgendwie hier noch wohlfühlender einrichten. Hier haben wir ja noch Platz. Ich habe überlegt, den Grill hier hinzustellen. Dann hier so ein Hängesessel. Und diese Lounge bleibt und das kommt natürlich weg. Und da brauchen wir einen gescheiten großen Sonnenschirm. Ich bleibe heute Abend zu Hause. Ich bin total fertig, denn es geht jetzt Fußball angucken mit seiner Schwester. Und ich mache mir einfach einen gemütlichen Abend.
und quatscht zu euch. Finde ich auch mal ganz schön. Man muss ja nicht immer weggehen und Action haben. Katrin ist bei Anna und Kat. Jetzt ist schon 9 und dann, jetzt bin ich gerade nach Hause gekommen. Jetzt ist gleich schon 9. Ah, schaut mal, wie sauber die Wohnung ist. Tisch aufgeräumt, hier aufgeräumt. Bis auf Milo, kannst du mal deine Sachen bitte wegräumen hier? Dein ganzes Spielzeug, räum es mal weg. Schaut mal, wie süß er ist mit dem Knochen. Den beschützt er immer. Ich hab mich gebummt. Schatzi, ah Leute, Promi Flash hat mich interviewt. Echt? Nur wegen Anna, weil meine Freundin schwanger ist, wurde ich ausgefragt. Und was hast du gesagt? Oh Mann, ich hoffe, ich hab nichts verblabbert. Ich hab nichts gesehen. Ich weiß gar nicht, dass sie schwanger ist. Und ihr gefragt, wenn ich schwanger werden möchte. Ich hab gesagt, in einem Jahr. Spaß. Das wird ja immer früher. Nein! Nächstes Jahr heiraten wir erst. Übrigens zu den Hochzeitsplänen. Ach, ich quatsche einfach später mit euch. Jetzt esse ich erstmal. Ratet mal, was ich jetzt mache. Ich schmink mich jetzt ab und mache noch ein paar Workout-Übungen. Habe ich mir so überlegt. Wenn ich schon zu Hause bin, dann kann man ja was machen, was auch was bringt, oder? Obwohl ich eigentlich total müde bin, aber danach mache ich mir eine schöne Maske und fühle mich wohl. Habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich, dass ich mich hier einfach mit dem Biore-Backpulver Schaum abschminke. Oder auch mit Tüchern. Ich will die Woche oder nächste Woche eine Morgen- oder eine Abendroutine drehen. Ich liebe ja selber Routinenvideos und denke, das ist ganz cool. Und für alle, die dann immer sagen, oha, übertreibt immer eine Winter- und Sommerroutine, keine Ahnung, voll unglaubwürdig. Ich finde, man hat im Winter wirklich eine andere Routine als im Sommer. Das ist einfach so. Ich finde, ich esse auch was ganz anderes im Sommer als im Winter und man probiert die andere Sachen aus. Ich finde, die Haut, ich merke das dieses Jahr voll extrem, die Haut ist im Winter einfach anders als im Sommer. Mein Make-up ist gerade für meine Haut aktuell überhaupt nicht gut. Habt ihr Make-up-Vorschläge? Ich mache jetzt auf jeden Fall meinen Workout. Yay! 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 Ich habe jetzt ein kleines Workout gemacht, aber ein kleines Workout ist besser als keins, oder? Ich habe mich jetzt schon abgeduscht und jetzt kommt meine Maske, und zwar die ich heute gekauft habe. Die habe ich euch schon am Flughafen gezeigt. Man kann halt auch dort auftragen, wo man es denkt, man braucht. Das ich mache es immer ganz gern unter die Augen auf jeden Fall. Und es kühlt jetzt auch schön. Netflix and chill! Ich gucke jetzt mal, was für ein Film kommt. Ich gucke gerade einen blöden Film an. Das heißt blöd, der ist halt ein bisschen aggressiv. Natürlich bin ich gestern mal wieder eingeschlafen, aber es ist auch nichts mehr passiert. Also bis auf Netflix, und ich habe irgendwie nur so komische Filme geguckt, also es war nichts Spannendes dabei. Heute ist Sonntag, ich werde jetzt den Vlog schneiden und dann einfach noch den Tag genießen. Und euch wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Das Video kommt ja heute online. Und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und bis zum nächsten Mal. Ciao.